auch eine Stellschraube ist sicherlich bei den Betrieben, bei den Unternehmen, wie familienfreundlich die sind, dass nicht nur erwartet wird, okay, um 4 weiß man schon, da sind vielleicht die weiblichen Angestellten, müssen heimgehen, weil sie Kinderbetreuung haben, dass das vielleicht auch in genau im selben Ausmaß von den Männern erwartet wird. Und dass man vielleicht nicht komisch angesehen wird, wenn man sagt, okay, um 4 bin ich immer weg, dass es hier auch keine Hindernisse gibt oder auch bei den Karrierechancen sozusagen, dass das nicht negativ angesehen wird, sondern einfach sehen, okay, es gibt verschiedene Aufgaben und es gibt nicht nur die Erwerbsarbeit, es gibt auch die unbezahlte Arbeit, die auch für das ganze Wirtschaftssystem extrem wichtig ist. Also nicht so, als wäre Reproduktionsarbeit etwas, was so nebenbei läuft, sondern man würde sich nur vorstellen, wenn es von heute auf morgen, man lässt alle unbezahlte Arbeit einfach liegen, die Welt würde nicht mehr lange stehen sozusagen. Also es ist auch ohne diese Reproduktionsarbeit kann ja die Erwerbsarbeit auch gar nicht funktionieren. Und ich glaube, hier ist es einerseits ein Wertigkeitsproblem, das auch schon angesprochen wurde, aber ich glaube genauso diese Strukturen, wo man immer hinterfragen muss, okay, ist es jetzt genderneutral sozusagen, wenn jetzt viele Besprechungen informell noch bei Bier getätigt werden, ist es jetzt immer nur derselbe, verkürzt gesagt, Herrenclub, der um 7 noch irgendwo was trinken geht, wo dann wichtige Entscheidungen getroffen wird, kann man als Unternehmen auch hinterfragen, okay, gibt es da Strukturen, die das auch behindern, dass Frauen Karriere machen, dass es ihnen einfacher fällt, sich hier einzubringen und nicht diesen kleinen Club. Also ich glaube, es muss ein bisschen beides passieren, dieser typische männliche, diese männliche Sphäre der Erwerbsarbeit muss auch willkommener sein gegenüber Frauen. Andersrum muss auch bei der unbezahlten Arbeit geschaut werden, okay, wie können sich Männer, wie können die sich mehr involvieren? Was gibt es da für Ideen?